Herzlich willkommen in Groningen. Die interessante und bewegte Geschichte Groningens lässt sich am besten zu Fuß entdecken. Der Grote Markt liegt zwischen dem nicht zu übersehenden Martini-Turm auf der einen Seite und dem wunderschönen Rathaus auf der anderen. Ein Groningen-Besuch ist nicht abgeschlossen, wenn man auf dem Grote Markt noch nichts getrunken hat. Der Marktplatz repräsentiert die betriebsame Atmosphäre der nördlichen Hauptstadt. Der Fischmarkt ist der Platz vor der Kornbörse und der großen Akerk. In der Kornbörse wurde früher Getreide gehandelt. Die Akerk ist eines der wichtigsten erhaltenen mittelalterlichen Kirchengebäude der Stadt. Jeder Ort in Groningen hat eine Geschichte. Man spürt die Energie, wenn man durch die uralten Straßen und Gassen spaziert. Hier liegen Oasen der Ruhe neben lebhaften Studententreffs und quirligen Marktplätzen. Die alten Speicherhäuser entlang des Kanals verraten die einstige Betriebsamkeit. Hier legten Schiffe an und wieder ab und man hörte den ganzen Tag ratternde Räder und die Geräusche von Pferdehufen. Die alten Lastenfahrräder der Handwerker sind heute immer noch ein beliebtes Fortbewegungsmittel in der Stadt. Wir würden uns freuen, wenn euch unser Rundgang gefallen hat und ihr diesen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.